Kontrolle, Kontrolle. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Auf Skiern. Yes. Und wir nutzen die Tirolcard mal aus. Sind in einem anderen Skigebiet unterwegs. Wisst ihr schon, wo das ist? Der Ursprung des Grauens. Also wisst ihr es? Wenn ja, dann ab in die Kommentare damit. Ganz abgesehen davon, dass es letztes Jahr zum Ursprung des Grauens ernannt worden ist, ist es hier mega schön zum Skifahren. Super viele Möglichkeiten, geniales Panorama. Und dementsprechend machen wir uns auf und zeigen euch, was es hier alles gibt. Das ist jetzt das Blatt von der Eat-Alpe. Und das ist sehr bekannt von diesen ganzen Konzerten. Geht's runter Richtung Höllbogen. Wetter meint's ganz gut mit uns. Das Skigebiet ist übrigens das drittgrößte Gebiet in Tirol und hat Abfahrten mit bis zu 11 Kilometern Länge. Und eine davon machen wir jetzt gleich mal. Und ab geht's Richtung Samnaun. Sonnenschein, wenig Leute, die runterfahren, mega gut und halt einfach tolles Panorama. Mit der Doppelbecker-Gondel geht es jetzt dann gleich wieder rauf ins Skigebiet. Die haben wir leider verpasst, jetzt müssen wir eine Runde warten. Hilft alles nichts. So schaut's aus. Das ist jetzt dieses Blatt, wenn man von Samnaun raufkommt. Und hier gibt es auch einiges zu fahren. Aber wie ihr seht, ist auch ein bisschen was los. Was für ein Schulterblatt ist das hier? Habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? Juhu. Im Skigebiet Ischgl-Samnaun geht es auf über 2800 Meter Höhe hinauf. Und insgesamt gibt es ca. 240 Pistenkilometer. Das ist wirklich alles sehr ordentlich. Und was wir so gehört haben, ist, dass man auch kontrolliert werden kann, nachdem man in Samnaun beim Shoppen war. Nico hat da schon so zwei Personen im Visier gehabt, wo er dachte, da ist eine Kontrolle im Gange. Das ist die steilste Piste im Skigebiet mit 70% Gefälle. Wuhu, und fahr zu! Schwarze Wand heißt die Piste übrigens und der Name ist hier Programm. Und wenn es sonst relativ voll ist im Gebiet, ist mir schon aufgefallen, dass hier selten viel los ist. Der Sessellift ist mega gut mit Sitzheizung. Von dem her, also falls ihr gut und sicher fahren könnt, ist das immer einen Abstecher wert. Nico war übrigens seit 15 Jahren Snowboardfahren, jetzt mal wieder auf den Schienen unterwegs. Out of control! Und hier bei dem unteren Teil sieht man eben, das ist dann die steilste Stelle. Für uns geht es jetzt nochmal nach Samnaun, diesmal aber die andere Runde mit der Piste Nummer 80. Schmugglerroute! Übrigens gibt es da auch die Schmugglerrunden Bronze, Silber und Gold mittlerweile und das kann man mittracken und dann sogar Preise gewinnen. Das Coole, dass man im Prinzip komplett an Samnaun vorbeifährt. Ihr werdet es gleich sehen, man fährt auch so richtig durch die Gassen durch. Und das ist schon absolut besonders. Und hier scheint so ein kleiner offizieller Stellplatz zu sein. Ziemlich cool. Müssen wir uns merken. Kontrolle. Ich vermute ja, das waren Pistenangestellte. Nico glaubt aber, dass das Kontrolleure waren, weil in Ischgl kann man ja, in Samnaun kann man ja duty-free einkaufen und wenn man dann mit der großen Gondel hochfährt, ist man quasi wieder in Österreich und dementsprechend darf man vermutlich nicht zu viel mitnehmen. Thank you.
Richtung Thaya runter. Thaya. Leider ist die alte noch zu schnell und ich zu langsam. Das ist das Problem. Naja, Übung macht den Meister. Ohne Stöcken fühle ich mich noch lost. So, der letzte Hang vor uns, seht ihr, ist und wieder den Hatatschgrat. Wuhu! Ätzend. Ätzend? Geil! Ich liebe mein Spuk. So schnell kann es gehen und schon sitzt man beim Essen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.